Hi Leute und willkommen zu einem neuen Zugänge-Video von mir. Ich habe ja im letzten Video das ein Lesemonat, also ein Video von zwei Lesemonaten in einem war, gesagt, dass ich nicht so viel zum Lesen komme. Aber trotzdem sind bei mir natürlich Neuzugänge eingezogen, denn vom Bücher kaufen lässt man sich ja dann nicht abhalten, obwohl man nicht so viel Zeit hat. Macht ja total viel Sinn, weil man kann ja einfach weniger, also man kann ja nicht so viel lesen und so, aber ja, bei mir muss eigentlich nicht immer alles Sinn machen. Aber okay, ich fange am besten mal an, euch die Bücher in der letzten Zeit zu zeigen, also von den letzten paar Monaten. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wann mein letztes Neuzugänge-Video kam, Februar oder so. Also seitdem haben sich jetzt die Bücher angesammelt. Und ich finde, dafür ist gar nicht so extrem viel, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich habe auch schon einige Bücher davon gelesen, von daher denke ich, dass es nicht so krass ist. Ja, ich fange einfach mal mit den Büchern an, die ich vom Tauschpaket mit der lieben Secret of the Books, also mit der lieben Svenja zusammen, haben wir das gemacht und die habe ich da eben bekommen von ihr. Die zeige ich jetzt gerade ganz nochmal so ganz schnell nochmal so. Ja, ich werde euch das Video, falls es euch interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, auch nochmal in die Infobox verlinken. Und zwar war das eine von Sarah Pinsborough, Sie weiß von dir, ein Thriller. Hier geht es eben darum, dass eine Frau mit einem netten Mann aus dem Pub fast im Bett gelandet ist, bis er dann irgendwann erzählt, dass er verheiratet ist und ein paar Tage später trifft sie dann eben die Ehefrau, bis dann herauskommt, dass das alles gar nicht so inszeniert war, sondern dass sich beide Frauen mehr oder weniger mit Absicht getroffen haben. Und ja, also was es jetzt ganz genau damit auf sich hat, das muss ich eben selbst auch noch herausfinden, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber das wird hoffentlich auch sehr bald dran kommen. Dann habe ich außerdem Paper Princess, die Versuchung von Erin Watt, von ihr bekommen. Das habt ihr dann eben auch in meinem letzten Lesemonat gesehen, also in diesen zwei Lesemonaten in einem. Da habe ich es nämlich dann gelesen, hat mir super viel Spaß gemacht, mal wieder so ein Genre eher Richtung Erotik, New Adult gehen zu lesen. Und ich habe eben auch schon das zweite Buch gelesen, habe ich mir nämlich dann auch gekauft, Paper Prince, Das Verlangen, auch von Erin Watt eben. Ja, und dazu werde ich euch dann in diesem Lesemonat noch was erzählen. Aber ich fand beide Bücher sehr gut, so viel kann ich schon mal vorab sagen. Aber ich werde jetzt auch nicht mehr so viel erzählen, denn sonst rede ich diese Bücher ja tot, also ja. Genau, und das letzte Buch von der lieben Svenja war dann noch Acht Nacht von Sebastian Fitzek, sein neuer Thriller, der ja so ein bisschen auf The Purge basiert. Das schreibt da, glaube ich, auch vorne irgendwo rein, dass das so ist, dass eben am 8.8. um 8.08 Uhr einige Menschen für vogelfrei erklärt werden und die umgebracht werden können. Was es da eben dann auch nochmal genauer mit sich auf sich hat, wollte ich sagen. Super. Das werde ich dann eben auch noch erfahren. An Rezensionsexemplaren sind in der letzten Zeit bei mir drei Bücher eingezogen. Und zwar jetzt als allerneuestes Buch, das ist nämlich gerade heute bei mir eingezogen, Die Schule der Nacht von Anna A. MacDonald aus dem Penhaligon Verlag. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es ein Hardcover ist, aber es ist ein, wie ich finde, wirklich wunderschönes Buch. Ja, und hier hinten drauf steht atmosphärisch, düster und unglaublich spannend. Ich denke, das ist eben auch so ein Sommer-Frauenbuch-Roman-mäßig. Denn es geht hier auch um eine Amerikanerin namens Cassandra Blackwell, die eines Tages ein Paket erhält mit der Aufschrift, also so eine Nachricht dann war eben dem Paket dabei. Du kannst dich nicht für immer vor der Wahrheit verstecken. Bitte komm zurück und bring alles zu einem guten Ende. Ja, das hat sie eben zusammen mit einem alten Foto von ihrer verstorbenen Mutter bekommen. Und ihre Mutter war eben damals auch auf der Oxford University. Und das Foto zeigt sie eben in dieser Robe. Und kurzerhand
möchte Cassandra eben mehr von ihrer Mutter erfahren und geht diesem Ganzen eben nach. Hat sich für mich wieder mal nach was sehr Interessantem angehört, da es eben um Geheimnisse geht, um düstere Vergangenheiten und so. Vielleicht erfährt man auch wieder aus mehreren Zeitsträngen was, beziehungsweise aus zweien. Das würde mich auch freuen. Das kann ich aber nicht sagen. Wird auf jeden Fall bald von mir gelesen und dann seht ihr dann dazu natürlich auch eine Rezension. Denn ja, es ist ein Rezensionsexemplar und dann lade ich dazu eben auch noch eine Buchbesprechung hoch. Vom HarperCollins Verlag habe ich dann auch einen Thriller zugeschickt bekommen von Darcy Bell. Nur ein kleiner Gefallen, A Simple Favor. Finde ich ein sehr, sehr cooles Cover, erinnert mich aber auch so ein bisschen an das Buch von Wiebke Lorenz, glaube ich, war das. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein, vielleicht wisst ihr aber auch, was ich meine. Jedenfalls geht es hier darum, dass die junge Stephanie ihrer Freundin Emily immer gerne aushilft. Also generell ist Stephanie immer sehr hilfsbereit und als Emily dann Stephanie darum bittet, ihren Sohn von der Schule abzuholen und auf ihn aufzupassen, dann sagt sie natürlich ja und tut dies. Bis abends jedoch Emily ihren Sohn nicht mehr abholt. Somit kümmert sich Niki eben ja die ganze Zeit lang um ihren Sohn, also um Emilys Sohn. Stephanie um Niki. Wie habe ich das jetzt gesagt? Nick heißt er oder so? Niki. Genau. Also Emily kümmert sich dann eben so lange um den kleinen Niki, bis sie hofft, dass sie etwas hört von der Emily. Und ja, sie tut es dann eben auch zusammen mit Emilys Ehemann, bis sie merkt, dass das eigentlich ein super Leben für sie sein könnte. Und so lebt sie das eben einfach weiter. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob sie sich zurückmeldet oder ob Stephanie eben einfach so tut, als wäre es quasi ihr Leben. Und ja, geht so mehr oder weniger in die Fußstapfen von Emily rein, bis dann plötzlich ein Anruf kommt, den sie die ganze Zeit gefürchtet hat. Steht sie hier. Finde ich, hört sich richtig cool an. Was ist ganz genau dann so hinter der Geschichte, was sich dahinter verbirgt, da bin ich sehr gespannt drauf. Denn ja, wie gesagt, man weiß jetzt am Klappentext nicht, ob sich Stephanie bei Emily dann trotzdem versucht zu melden und nichts von ihr hört. Aber auf jeden Fall ist ja klar, dass Stephanie dann nicht der Polizei meldet, dass die Mutter nicht das Kind abgeholt hat, wie besprochen. Und ja, ist dann doch ganz interessant, wie man einfach dann auf die Idee kommt, das Leben einer anderen Person mehr oder weniger zu übernehmen. Ja, und ich bin einfach mal gespannt drauf, wie das Buch dann so sein wird. Und auch dazu bekommt ihr dann natürlich noch eine Rezension, falls euch das interessiert. Ja, als nächstes habe ich dann aus dem CBT Verlag, wenn nachts der Ozean erzählt, zugeschickt bekommen. Das ist von Zana Freyon. Ich hoffe, dass ich es euch noch nicht gezeigt habe in einem meiner Neuzugänge-Videos. Da geht es eben auch um Flüchtlinge, die versuchen eben in eine neue Welt zu kommen, ein neues Leben anzufangen. Ist wieder so eine ähnliche Geschichte wie eine, die ich schon mal gelesen habe. Das erhoffe ich mir zumindest. Und ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Mich bewegt sowas immer sehr. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie viele gerade jetzt ältere Menschen, also ich sehe das eben oft, wenn Bekannte in meinem Familienkreis auf Festen dann halt dann darüber reden, was das jetzt soll mit den ganzen Flüchtlingen, wir sind ja nicht mehr deutsch alle und so. Das kann ich einfach nicht verstehen, da könnte ich mich immens drüber aufregen. Natürlich bringt das nichts, das ist halt ein älteres Denken bei diesen Herrschaften. Aber meiner Meinung nach ist das ein absolutes No-Go. Ja, deswegen, ich hoffe, dass es auch einigen anderen Menschen noch ein bisschen die Augen öffnen kann, dieses Buch. Ich bin mal gespannt drauf, ob ich das Buch besser finde oder das andere aus dem CBT Verlag. Ich glaube, das war auch im gleichen Verlag, das ich damals gelesen habe. Und ja. So, soweit ich jetzt hier weiß, habe ich die letzten oder die restlichen Bücher alles selbst gekauft. Ja. Natürlich musste bei mir auch das dritte Buch des
Juwels einziehen. Also das Juwel, der schwarze Schlüssel von Amy Ewing. Ich weiß ihn immer noch nicht so ganz genau. Ich glaube, viele Amerikaner oder englischsprachige Menschen sagen Ewing. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie man diesen Namen jetzt wirklich ausspricht. Ja, hier geht es eben weiter mit Violet und ihrer Entscheidung. Oder halt mit der Entscheidung, wie es weitergehen soll und auch mit dem Geheimbund des schwarzen Schlüssels. Ich erzähle gar nicht mehr, weil vielleicht hat ja doch der ein oder andere von euch den ersten Band nicht gelesen. War auf jeden Fall ein absolutes Highlight bisher, die ganze Reihe, und ich hoffe, dass der dritte Band auch genauso gut wird. Ich wollte es eigentlich schon längst gelesen haben und finde es sehr schade, dass ich es noch nicht gemacht habe, aber das wird auf jeden Fall das nächste Buch sein, das ich anfange, und ich hoffe, dass ich es jetzt auch im Mai noch beenden kann. Wir werden es sehen. Ein weiterer dritter Band, den ich mir auch in England gekauft habe, somit ist er dann eben auch auf Englisch, ist Girl Online Going Solo von Zoe Zuck. Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen und fand sie sehr gut. Somit möchte ich auch unbedingt jetzt den dritten Band lesen. Auch den wollte ich eigentlich schon längst gelesen haben. Aber wie es halt so ist, Zeit, Zeit, Zeit und ja... Blöd, ne? Jedenfalls geht es in dieser Reihe um Penny, die einen Blog führt, der heißt Girl Online, wie der Titel des Buches hier auch heißt. Und sie lernt dann in Amerika einen Musiker namens Noah kennen, sie beiden verlieben sich, und über die Bücher erfährt man dann eben so die Geschichte der beiden. Auch sehr interessant ist, dass Penny Panikattacken und Angstzustände hat bei gewissen Situationen, und die Autorin Zoe Zuck, wobei man drüber schreiben kann, ob sie das eben wirklich ist oder doch alle Bände jetzt durch Ghostwriter geschrieben wurden, aber da auf diese Diskussion gehe ich jetzt nicht weiter ein. Sie hat selbst auch Panikattacken und Angstzustände, das erzählt sie auf YouTube eben immer rum, also Zoella heißt ihr YouTube-Kanal. Sie ist, ich glaube, die bekannteste YouTuberin in Großbritannien, nicht in Amerika. Damit ist es bestimmt für den einen oder anderen von euch auch ein Begriff. Das Buch oder diese Reihe gibt es ja jetzt auch in Deutsch. Haben dann bestimmt auch einige schon von euch gelesen, aber mir hat es jetzt eben auf Englisch mehr gefallen, und deswegen muss ich jetzt die Reihe auch eben auf Englisch noch beenden. Da ich im Monat März, war das glaube ich, von Josephine Angelini die Göttlich-Trilogie beendet habe, wollte ich gerne auch die nächste Reihe von ihr besitzen und lesen, auch zusammen mit der lieben Carina. Und zwar ist das eben Everflame Feuerprobe von Josephine Angelini. Hier habe ich den Schutzumschlag jetzt nicht drum, aber ich habe eben auch noch diesen alten Schutzumschlag, deshalb sieht dann eben sehr zudem auch ähnlich aus. Wie ihr seht, habe ich angefangen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich bin auf Seite 111. Carina hat das Buch auch schon längst beendet. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den zweiten und dritten Band schon gelesen hat. Aber bei mir pausiert es jetzt eben leider. Das finde ich schade, weil eigentlich fand ich die Geschichte cool, aber irgendwie war es vielleicht nicht so der richtige Moment. Ich weiß auch nicht. Ich habe dann Paper Princess gelesen, was mir zu dem Zeitpunkt irgendwie mehr zugesagt hat. Jetzt lese ich auch gerade ein anderes Buch, das ich euch jetzt auch zeigen werde. Vielleicht kommt es dann danach auch dran, aber ich will ja eigentlich den schwarzen Schlüssel noch lesen. Von daher, aber es wird auf jeden Fall noch von mir gelesen. Und dann seht ihr das hoffentlich jetzt auch noch dieses Jahr irgendwann in einem Lesemonat. Dann habe ich mir auf Medimobs aber auch noch Witches Do Not Die Quietly, also Tränenpfad, der zweite Band von dieser Reihe, bestellt. Und If You Fail, You Burn, Verräterliebe von Josephine Angelini. Ich bin kein Fan dieser neuen Cover. Die sind ja auch im englischsprachigen Bereich die Cover und eben auch die gleichen Titel. Aber mir gefällt jetzt irgendwie halt das hier viel besser. Ich glaube, das hätte auch besser zur Göttlich-Trilogie gepasst. Aber was soll's. Es geht jedenfalls hier in dieser Reihe um ein Mädchen, das Hexenmagie besitzt. Mir fällt gerade ihr Name nicht mehr ein.
Lily heißt sie. Genau. Und sie verschwindet dann in einer Parallelwelt, in der ja eben ihre gleich aussehende Gegenspielerin, nenne ich das jetzt mal, eben Hexenkräfte hat. Und man sagt ihr, dass sie eigentlich die gleichen Kräfte besitzt, nur in ihrer Welt, also jetzt auch in der normalen, momentanen Welt. Es sind ihre Kräfte eher schwächen, da sie immer sehr hitzig ist und kein Alkohol trinken kann und generell allergisch ist gegen viele Dinge. Ja, so bin ich gerade dabei. Also sie ist gerade in diese Parallelwelt gegangen und hat ihre Gegenspielerin getroffen. Mehr kann ich euch irgendwie auch nicht wirklich über dieses Buch verraten. Vielleicht geht es jetzt auch irgendwo darum, ob sie in dieser neuen Welt bleiben soll, da sie dort stärker ist als in der alten, oder ob sie ihren eigenen Platz wieder annehmen soll. Ich weiß es nicht. Das muss ich noch rausfinden. Ihr wisst es wahrscheinlich eher als ich, weil viele von euch ja diese Reihe, glaube ich, schon gelesen haben. Ja, aber wie gesagt, ich muss es eben noch tun und ich freue mich aber, dass sie eingezogen ist, jetzt auch schon komplett. Deswegen hoffe ich, dass ich sie dann, wenn ich den ersten Band durchgelesen habe, auch weiterhin komplett durchlesen werde. In der gleichen Medimops-Bestellung wie diese beiden weiterführenden Bände habe ich mir dann auch noch Smaragdgrün von Kerstin Gier mitbestellt. Liebe geht durch alle Zeiten. Ja, ich habe mir den dritten Band bestellt und nein, ich habe den ersten immer noch nicht gelesen. Das ist jetzt schon Ewigkeiten her, dass ich die ersten beiden Bände bei mir zu Hause habe. Ich hatte mir erhofft, dass wenn ich den dritten Band bestelle, dass ich sie endlich mal anfangen möchte. Kam bisher noch nicht dazu, aber ich bin auf jeden Fall motivierter, weil jetzt alle drei Bände bei mir vollständig im Regal stehen. Aber wann es halt dann sein wird, dass ich diese Reihe lese, das kann ich euch immer noch nicht sagen. Ja. Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal, glaube ich, irgendwas richtig Motivierendes über diese Reihe in die Kommentare schreiben und dann habe ich bestimmt mehr Lust auf die Bücher. Ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass sie doch zu kindisch und romantisch und so sind. Ich weiß es nicht. Als letztes Buch war dann in dieser Bestellung noch von Lainey Taylor, Daughter of Smoke and Bone, Zwischen den Welten aus dem Fischer Jugendbuch Verlag. Dieses Buch oder diese Reihe war schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und eigentlich wollte ich die Bücher immer im Hardcover, im Englischen haben. Aber als es dann so günstig auf Medimops jetzt den ersten Band gab, da dachte ich, komm, huch, da fällt ja was raus. Die besten Serien der Welt, dazu gehört nämlich, glaube ich, das hier auch. Ja, aber jetzt besitze ich es auf Deutsch, das macht ja irgendwie auch nicht so viel, weil ich weiß nicht, ich habe auf Englisch auch schon so viele angefangene Reihen und dann wäre ich wahrscheinlich auch nie dazu gekommen, das zu lesen. Und jetzt besitze ich es eben und da bin ich froh drüber. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, um was es hier geht. Was würdest du dir wünschen, wenn du nur eine Perle deiner Kette opfern musst, damit dein Wunsch in Erfüllung geht? Wo würdest du hinreisen, wenn du bloß durch eine Tür gehen musst, um nahezu alle Orte der Welt zu erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du den falschen Mann liebst, der aber die Antwort auf all deine Fragen ist? Karo dachte, sie wüsste, wer sie ist, doch dann kommt es zu einer Begegnung, die alles verändert. Oho, naja. Also es ist auf jeden Fall irgendwas Fantasy-artiges und so wie sich das anhört, hat es auch was mit Parallelwelten zu tun. Ich bin gespannt drauf, das rauszufinden. Ja, falls ihr schon mehr wisst über das Buch, dann schreibt mir das doch auch in die Kommentare. Ansonsten bin ich, oder hoffe ich, dass ihr vielleicht auch gespannt drauf seid, was ich zu diesem Buch irgendwann mal sagen werde. Irgendwann mal halt so in ein paar Jahren oder so. Ja. Das Buch, das ich momentan lese, wozu ihr dann also bald wirklich eine Meinung hören könnt, ist von Emma Klein, The Girls. Wie ihr seht, habe ich hier so ein paar Markierungen drin. Ich lese das nämlich zusammen in der Leserunde, die ich mit drei anderen Mädels habe. Und zwar ist das Sarah von The Sarah Story, der lieben Sabine und der lieben Annika. Ich weiß gerade leider ihre Kanäle nicht mehr. Annikas Kanal heißt Nimmersatt und der von Sabine heißt der Kanal
Venus Books and Beauty oder so. Ich muss mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall so einen Kanal abonniert. Bin mir jetzt aber gerade nicht mehr so sicher. Ich werde ihren Kanal in der Infobox verlinken. Es tut mir jetzt extrem leid. Und dann noch der lieben Evelyn vom Kanal. Jetzt hatte ich es vor einer Sekunde gerade noch im Kopf. Ich bin so blöd mit Namen. Oh Mann, das fällt mir gar nicht ein. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich verlinke es euch auch in die Infobox, wenn es euch interessiert. Oh Mann, ich hasse das. Kennt ihr das, wenn euch irgendwelche Namen oder so nicht mehr einfällt und ihr das richtig hasst, aber dann kommt ihr erst recht nicht drauf, weil ihr so damit beschäftigt seid, euch zu ärgern, dass es euch nicht mehr einfällt? Ich weiß, das ist gerade bei mir. Ja, gut. Ich kann jetzt gerade nichts mehr dran ändern. Jedenfalls noch die liebe Evelyn ist dabei und wir sind jetzt gerade auf Seite 200, lesen bis Sonntag, ich glaube bis Seite 250 oder 300 weiter. Und ja, hier geht es so ein bisschen um die Manson Family in den 69er Jahren. Also es hat auf jeden Fall so ein bisschen diesen Touch davon. Also ein Mann, der vor allem junge Mädchen und auch ein paar Jungs um sich versammelt und mit ihnen zusammen das Hippie-Leben an sich lebt, aber mit der Zeit immer radikaler wird und auch das Ego der Mädchen und der Jungs eben unterdrücken möchte. Und unsere Protagonistin, die erzählt von damals, also sie ist jetzt gerade älter, erwachsen eben, und erzählt dann von der Zeit damals, als sie in diesem, ja, in dieser Hippie-Kommune, man könnte schon fast Sekte sagen, war. Ist total interessant. Es ist von der Geschwindigkeit her der Geschichte etwas reduzierter, aber trotzdem finde ich es total interessant, drüber zu lesen, wie man in dieser Kommune gelebt hat und vor allem, wie sich das auch mit der Zeit gerade bei unserer Protagonistin so geändert hat. Also sie ist am Anfang öfter wieder nach Hause gegangen und jetzt gerade ist so ein bisschen dieser Umschwung, wo sie ganz selten nur noch nach Hause geht und ja schon fast wirklich auch fester Bestandteil dieser Kommune ist. Der Schreibstil ist richtig toll gewählt, kann jetzt aber auch wieder an der Übersetzung liegen. Generell, ich finde es einfach ein richtig interessantes Thema. Also falls euch das Thema Manson Family nichts sagt, das waren eben damals, also es gab sie wirklich, diese Kommune, die um den Manson, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht mehr, eben sich versammelten und dann auch für den Tod an, ja, einer sehr bekannten Schauspielerin zu der damaligen Zeit verantwortlich sind. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Ja, aber ihr wisst es jetzt bestimmt, von was ich rede. Also es gab da diese berühmten Morde, wo dann später erst rauskam, dass diese Manson Family dran schuld war. Und ja, um dieses Thema geht's. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es jetzt hier in dem Roman weitergeht. Und ja, dann werde ich euch auf jeden Fall auch berichten darüber. Bei den nächsten drei Büchern bin ich mir jetzt auch gerade nicht so ganz sicher, ob ich sie euch nicht vielleicht doch schon gezeigt habe. Es geht nämlich jetzt um den zweiten Band von Secret Fire, Die Entfesselten von CJ Doherty. Auch dieses Buch hätte ich schon längst gerne gelesen, denn ich fand den ersten Band ja so phänomenal damals. Also könnt ihr ja auch anhand meiner Lesemonate dann sehen oder vielleicht habt ihr ja sogar schon dieses Video gesehen. Ja, hier geht es eben dann weiter mit Sascha und Taylor. Wie gesagt, ich hätte es gern schon gelesen. Ich hoffe, es kommt jetzt auch bald dran. Es gibt einfach so viele Bücher, die ich unbedingt jetzt demnächst lesen will. Gerade jetzt habe ich so wenig Zeit. Das ist echt blöd. Naja. Gut. Das nächste Buch ist dann von S.J. Kincaid, Diabolik, vom Zorn geküsst. Hier geht es eben darum, dass die Diabolik dafür da sind, einen Menschen zu beschützen. Und unsere Protagonistin ist dann eben auch ein Diabolik.
Und ja, es geht dann wahrscheinlich auch eben darum, wie weit man für einen anderen Menschen geht, dadurch, dass man einfach nur befreit wurde und quasi deren Spielzeug oder Besitztum ist. Sowas in die Richtung. Auch hier freue ich mich wirklich drauf, es zu lesen. Bin mal gespannt, was es ist. Ja. Und das letzte Buch, von dem ich mir jetzt auch noch nicht sicher war, ob ich es euch schon gezeigt habe, ist Liebe mich nicht, Götterfunke von Mara Wolf. Eines der Bücher, die ich unbedingt direkt haben wollte, nachdem sie rauskam und die ich jetzt immer noch nicht gelesen habe. Ich finde das Cover richtig. Ach ja, da ist jetzt natürlich mal wieder meine Kamera ausgegangen, ohne Grund. Ich hoffe, dass es jetzt nichts Wichtiges abgeschnitten hat. Ich mache auf jeden Fall jetzt einfach mal weiter, bevor das wieder passiert. Ich habe mir noch in dem Büchershop, wo ich ja immer hingehe, hier in Karlsruhe, oder was heißt immer ab und an hingehe, habe ich mir insgesamt drei Bücher eigentlich gekauft. Ich habe euch jetzt das erste schon gezeigt, glaube ich. Ja, genau, The Girls war das. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher gefunden. Das sind diese beiden hier, und zwar von Sarah Kuttner, Mängelexemplar. Dieses Buch wollte ich schon länger haben und auch lesen. Hier geht es nämlich um Depressionen, was ich ein sehr interessantes Thema finde und worüber ich bisher noch nicht wirklich was gelesen habe, glaube ich. Nee, über Depressionen habe ich, soweit ich weiß, noch nichts gelesen. Also freue ich mich da sehr drauf. Und dann habe ich außerdem noch von Kevin Brooks Bunker Diaries gefunden, was ein Leseexemplar ist. Aber es geht eben um eine Entführung in einen Bunker und um sechs Personen, die dann eben da drin sind und um ihr Überleben kämpfen müssen, bis sie dann mehr oder weniger von dem Entführer gegeneinander aufgespielt werden. Wie weit es dann geht, ob sie sich gegenseitig umbringen sogar oder so, das weiß ich nicht, muss ich rausfinden. Aber ich finde es ein sehr interessantes Thema. Hat bestimmt dann auch was so, ja, mit Psychologie und so zu tun oder Soziologie. Finde ich interessant. Ich hoffe, dass es auch nicht so kindisch ist, dass es eben ein Jugendbuch ist. Dass es halt wirklich so, ja, so ein bisschen gesellschaftskritisch mäßig oder sozialwissenschaftlich irgendwie sowas in die Richtung gehend auch angehaucht ist, so leicht. Es, glaube ich, war damals auch ein ziemlich gehyptes Buch, als es gerade dazu kam, dass es rauskam. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe das irgendwie so noch ein bisschen auf dem Schirm gehabt und dann habe ich es halt eben mitgenommen. Die letzten beiden Bücher sind wieder New Adult Bücher quasi. Die habe ich nämlich geschenkt bekommen, ganz lieberweise. Habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Und zwar ist es zum einen Calendar Girl verführt von O.J. Carlin. Die sehen ein bisschen mitgenommen aus, da die Person sie eben, ja, zum Strand mitgenommen hat. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Weil ich dieses Buch schon länger überlegt habe, ob ich es mir nicht doch irgendwie noch kaufen soll oder gebraucht oder so zulegen soll. Und jetzt habe ich das eben. Ich denke, dazu muss ich nichts wirklich sagen. Es geht halt um dieses Escort Girl, sowas in die Richtung. Also so ein, ja, ich glaube, es heißt Escort Girl, ne? Ja, also eine Frau oder ein Mädchen, das eben für die Spielschulden ihres Vaters aufkommen muss und dann als Escort Girl eben arbeitet, um 100.000 Dollar pro Monat macht. Ja, und hier geht es dann eben um die Männer Januar, Februar und März, die sie dann da trifft, weil sie jeden Monat eben einen anderen Mann durchmacht quasi. Sex ist eigentlich kein Teil des Deals, aber vielleicht geht sie das ja mit dem einen oder anderen doch ein. Wer weiß. Und dann das nächste Buch, das von der gleichen Autorin ist Trinity. Verzeihende Leidenschaft, nein, verzehrende Leidenschaft. Von diesem Buch habe ich jetzt eher Schlechteres im Vergleich zu Calendar Girl gehört. Da bin ich dann mal gespannt drauf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, um was es hier geht. Ich habe es dann halt auch mal mitgenommen, weil das ja von der gleichen Autorin ist und ich eben an Calendar Girl sehr interessiert bin. Beim Gedanken an diese Worte kommt, ach so, es geht irgendwie um, ich liebe dich, ich will dich, ich werde dich nie verlassen. Beim Gedanken an diese Worte bekommt Gillian Callahan Panik. Ja, und sie wurde jahrelang von ihrem gewalttätigen Ex-Freund misshandelt.
Deshalb sind diese Worte für sie irgendwie so ein bisschen ein Tabu. Und sie arbeitet jetzt dann, nachdem sie frei ist, eben bei Safe Haven. Es ist eine Hilfsorganisation und ihr hat sie eben dann auch ihre Rettung zu verdanken. Ja, und dann plötzlich trifft sie aber bei einer Konferenz den Vorsitzenden Chase Davis. Es ist ein Milliardär, ist sehr attraktiv und sexy und bla bla bla. Also man kann dann wahrscheinlich sich denken, auf was es hinausläuft. An diesem Buch habe ich jetzt im Vergleich zu Calendar Girl nicht so extrem viel Interesse, aber ich werde auf jeden Fall Calendar Girl mal lesen und wenn mich dann der Sprachstil oder Schreibstil eben anspricht, dann werde ich mir das auch anschauen. Ja, das waren meine ganzen Neuzugänge. Immerhin habe ich ein paar wenige davon schon gelesen oder lese ich gerade. Ich bin jetzt auch gerade am Aussortieren von Büchern, die ich ziemlich wahrscheinlich einfach nicht mehr lesen werde. Von daher hoffe ich, dass ich meinen Sub trotz allem etwas reduzieren kann. Und ja, lasst mich doch wissen, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, wie ihr es fandet und welches ich davon jetzt auf jeden Fall auch als nächstes lesen muss. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr das möchtet. Bis dahin, tschüss!